So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon XD. Ja, im letzten Part haben wir uns hier in Porta Portus weiter umgeschaut und wir sollen jetzt, wie hieß er? Chunk hieß er, glaube ich. Chunk in seinem Laden treffen, im Ersatzteilladen, und da gehen wir doch direkt mal rein, nicht wahr? Hi. Tut mir leid, dass keiner da war. Du brauchst also ein Ersatzteil, stimmt's? Jo, das ist korrekte Mundo. Aha, der extra einen Tresor verwahrt, okay. Warum auch nicht? Okay. Yes, yes, ich hab's gefunden. Bitte sehr. Leider hält Ersatzteil. Das ist cool. Das ist ein sehr, sehr, sehr seltenes Stück, dieses Ersatzteil. Es hat etwas gedauert, bis die Bestellung eintraf. Wie geht es dem Laborchef, Professor Klein? Leider erzählt Chunk, was passiert ist. Was? Der Laborchef wurde von fiesen Typen mit Kryptowummen entführt? Komisch, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich hätte nicht gedacht, dass es sowas nochmal passieren würde. Ich hoffe, der Laborchef wird bald gefunden. Ich vertraue auf dich. Gib nicht auf. Okay. Wir haben jetzt das Ersatzteil und mit diesem Ersatzteil gehen wir zurück ins Labor. Oder muss ich ins Labor? Doch, muss ins Labor. So, auf geht's. Abbankus anwesend? Nein, Labor. Oh nein, könntest du bitte einen Augenblick warten? Ich fand noch ein paar Memos, die ich mit unserem Laborchef schrieb. Ich finde, du solltest sie haben, Leid. Klein Memo 3, aha. 4. Und 5. Sie enthalten grundlegende Informationen über Kryptowährungen. Soll ich sie wirklich durchlesen? Okay, dann mache ich das doch einfach mal, wenn du mich schon so bittest. 3, 4 und 5. Okay, dann zeig ich mal her. Treff Krallmaschine mit dem Aura-Scanner. War es uns nun möglich, ein vollkommen neues Krallinstrument zu entwickeln? Wir erkannten, dass sich der Aura-Scanner in die von Team Krypto entwickelte Krallmaschine integrieren ließ. Der Aura-Scanner blockiert die Funktion des Krallens, solange kein Krypto-Pokémon in der Nähe ist, sodass ausschließlich Krypto-Pokémon gekrallt werden können. Damit müsste der Missbrauch der Krallmaschine sehr eingeschränkt werden. Dennoch sollte dieses Gerät immer mit äußerster Vorsicht gehandhabt werden. Aha. Krypto-Erlösung. Sobald ein Krypto-Pokémon sichergestellt wird, muss es den Lösungsprozess durchlaufen, um sein Herz zu öffnen, sodass es wieder in seinen Ursprungszustand zurückkehrt. Die bekannteste Methode der Krypto-Erlösung bestand darin, dass der Trainer viel Zeit mit dem Krypto-Pokémon verbindet, um langsam sein Herz zu öffnen. Da allerdings ein Krypto-Pokémon bei dieser Methode immer bei seinem Trainer sein muss, beschränkte sich die Zahl der Pokémon, die ein Trainer mit sich tragen kann. Wir suchten einen Prozess, der effizient viele Krypto-Pokémon gleichzeitig bedient. Unsere Forschungen mündeten im Konzept des Krypt-Orbis. Krypt-Orbis. Der vollkommen neue Ansatz des Krypt-Orbis ermöglicht die Krypto-Erlösung, ohne dass ohne dass das Krypto-Pokémon ständig bei seinem Trainer sein muss. Er fungiert als Mittler zwischen Krypto und intaktem Pokémon, die deren versiegelte Herzen auf natürliche Weise öffnen. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, bis wir dieses neue Konzept fertiggestellt haben. Die Systeme müssen noch getestet, Daten gesammelt und ausgewertet werden. Die Fertigstellung des Krypt-Orbis müssen unser vordringlichstes Ziel sein. Okay. Interesting. Alles klar. So, wir geben mal das Ersatzteil ab. Diddledim. Dann müssen wir wahrscheinlich zu unserer Mutti, nehme ich mal an. Oh ja, das machen wir doch gleich mal. Mal gespannt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Story jetzt weiterging, aber wir werden es ja gleich sehen, nicht wahr? Wo ist sie denn? Wo ist sie? Hallo? Keine Ahnung? Ah, da steht sie. Hi! Na? Da bist du ja wieder allein. Was ist denn auch artig? Ja, mit Auftrag ausgeführt, Mami! Wie du es wolltest! Da war ein Böse und wollte uns aufhalten, aber dann hat uns ein netter Mann geholfen. Oh nein, wirklich? Aber erklärt mir das alles lieber später. Was ist mit dem Ersatzteil? Leid gibt Yolanda das Ersatzteil. Danke, das letzte Puzzleteilchen. Jetzt können wir den Krypto-Orbis endlich fertigstellen. Ich bringe es am besten gleich zum Krypto-Orbis im Erdgeschoss. Oh, ich will es runtertragen. Bist du ganz sicher? Lass es nicht fallen, Sina. Ich schaff das, ja. Leid, wie geht es deinem Krypto-Pokémon?
Die Kryptolösung eines Krypto-Pokémon geht schneller vonstatten, wenn der Trainer viel Zeit mit ihm verbringt. Ist der Kryptometer schon auf Null gefallen? Ja? Tatsächlich? Dann ist es keine Zeit mehr, auf die Fertigstellung des Kryptoppels zu warten. Wenn der Kryptometer auf Null fällt, ist das Krypto bereit, sein Herzvorkommen zu öffnen, aber das reicht noch nicht. Um den Prozess vollständig abzuschließen, muss das Pokémon die Erlösungszeremonie hinter sich bringen. Das ist ein Ritual, bei dem es in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehrt. Wenn der Kryptoppels fertig wäre, könnten wir damit die Zeremonie durchführen, aber ich finde, wir sind noch nicht so weit. Deshalb schlage ich vor, dass dein Kryptopokémon die Erlösungszeremonie auf andere Weise durchläuft. Es gibt einen Ort namens Emerite. Dann findest du ein Sanctuarium, das Macht hat, Krypto-Pokémon in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Ich schicke dich nur ungern an so einen weit entfernten Ort noch dazu allein, aber ich glaube auch, dass du der Einzige bist, der das schaffen kann. Also, mein Schatz, gehst du nach Emerite? Nö. Du hast recht, ich möchte nicht, dass du dich unnötig gefahren hast, jetzt leid. Wir sollen warten, bis der Krypto aufhört. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich kann einfach Nein machen? Like, really? Oh, bitte was? Willst du dein Ernst? Also, okay. Man kann einfach Nein drücken? Das, was? Seit wann kann man denn alleine Pokémon-Spiel einfach Nein machen? Und es funktioniert auch noch. Du willst weiter im Spiel fortfahren? Nein, Quatsch. Du bleibst jetzt einfach da, okay? Also, okay. Emerite ist südöstlich von hier und es ist recht weit weg. So, dann bitte sofort auf. Okay. Das Andor, in dem die Erlösungszeremonie abgehalten wird, steht unter der Obhut eines Mannes namens Sophos. Ich werde ihm mitteilen, dass du kommst, Leid. Ich werde alles tun, um den Kryptopolis bis zu deiner Rückkehr fertigzustellen. Bitte pass auf dich auf, Leid. Schauen wir doch mal, wie sehen überhaupt unsere Daten aus von unseren Krypto-Pokémon? Oh, Teddy Ursa ist schon fast fertig. Ja, Lady bei euren, die anderen zwei, die haben wir gerade erst gefallen. Gefallen? Gefangen? Na gut, okay. Dam. Ja, dann machen wir uns auf nach Emerite, nicht wahr? Es wird bestimmt ohne Probleme wird es vonstatten gehen. Ich meine, klar, ne? Ja, gehen wir gleich hin. Komm, was soll der Geiz? Ich weiß, wüsste nicht, was wir noch tun sollten. Okay. Nach ein grünes, lauschiges Dorf für Senioren mit einem Relikt zu Ehren von Celebi. Da gehen wir doch mal direkt hin. Auf geht's. Und hier gibt es eine Menge zu erkunden. Eieieiei. Und hier gibt es erstmal eine Kiste. Hi. Findet einen Pokéball. Ja, nice. Okay. Das ist random. Einfach eine Kiste mit einem Pokéball. Kann man schon machen. Kann man schon mal machen. Mein Traum ist es, der neue Champ zu werden und im Ruhestand lebe ich dann hier. Um diesen Traum wahr zu werden zu lassen, muss ich stärker werden. Und um stärker zu werden, muss ich kämpfen. Stimmt's? Ja, klar. Yippie, vielen Dank, Mann. Biker Bernd. Ein Waumpel und ein Schalloko. Ist das dein Ernst eigentlich? Landet eigentlich unser Flamara mal so eine Feuerattacke? So ein Glut wäre echt mehr Dufte. Muss ich schon mal anmerken. Level 6 und 7. Boah, Alter. Boah, also, puh. Ne? Flamara Bissattacke. Ha! Nice! Anekon, okay. Dass ich die ganze Baumpel-Vorentwicklungen. Also, ja. Babinella und Budox-Vorentwicklung. Wollte ich eigentlich sagen, egal. Ihr wisst, was ich meine. So, Flamara Level 12, das ist schön. Bin mal der Werteboost gespannt. Ach, du Heilige. 3 Angriff, 3 Spezialverleihung. Nice. Ja, das sieht mir eindeutig die Priorität von Flamara. Wow, das sind echt schon krasse Werte. Ah, den Furie-Modus. Hehe, yeah. Da. So, ich mach einfach mal komm. Ich glaube irgendwie nicht, dass es für Panikon ausreicht, oder? Oder reicht's aus? Hey, locker lässig. Ich unterschätze Flamara, ich sollte das nicht tun.
Das sollte man nicht tun. Ich bin verloren. Ich bin verloren. Und er liegt am Boden. Okay. Das sah übrigens gerade schön aus mit dem Wasserfall so im Hintergrund. Ich soll ein Knirps zu verlieren, mein Traumchamp zu werden, ist gerade wie eine Seifenblase geplatzt. Tja. Musst du früher aufstehen, um gegen mich zu bestehen, Hai. Es ist Emerita, der Ort, an dem das Turm des Sanktarium zu finden ist. Man könnte den Ort als Rentnersiedlung bezeichnen. Hier führen ältere Trainer mit ihren Pokémon ein ruhiges, beschauliches Leben. Das ist ja toll. So, ich gehe erstmal natürlich hinten in der Höhle. Man kennt das aus Kolosseum. Gibt's hier immer noch Kisten? Natürlich gibt's hier noch Kisten. Einmal Superdrang. Ja, nice. Und hier steht eine alte Lady. Hi. Weißt du, wer ich bin? Ich bin die Lehrer-Lady. Ich kenne viele tolle Attacken. Nicht irgendwelche Attacken, die dein Pokémon lernen sollte? Ah, ja. Welche Attacke soll ich jetzt lernen? Aha. Mimikry, Donnerwelle, Geowurf. Okay. Ah, ja. Nee, das ist, interessiert mich aber gerade wenig. Einen Pokéball. Warum finde ich denn ständig einen Pokéball? Was soll denn der Mist? Ich meine, ich brauche Pokébälle. Das ist vollkommen richtig, aber... Einen? In der Kiste? Einfach so? Das ist so ein bisschen Blair. Ne? Steht bestimmt, was ich mit Blair meine. Hallo, Junglut. Junglut! Hi. Oho, Mix. Bei Ihnen, ein Pokémon ist das Herz verschlossen. So deshalb hier in Emerite, möchte ich zum Sagt, ja, dass die Macht hat, die verschlossene Herzen auf Kryptopon zu öffnen. Es gab eine Zeit, das ist schon nun schon einige Jahre her, da wurden dort viele Pokémon errettet. Nämlich in XD, falls ihr euch noch erinnert. Also, wie wir das Let's Play gesehen haben. Huch, ich hab ne Mail. Ah, ne, Teddy Ursa ist bereit für die Krypto. Ah, okay, das wurde also auch angezeigt. Interessant. Fall dein entschlossener Pink, wenn sich Trainer gegenseitig in die Augen sehen, heißt das Neid. Kampf! Klar! Das muss ich in meine Ohren. Yeah! Puke Senior Severin. Myrabla. Und Macholo. Dam. Okay, das Macholo hat ja eine Dingensschwäche, ne? Nicht eine Schwäche. Na, eine Dingens, ne. Resistenz. Gegen Unlicht, deswegen machen wir das einfach mal so, ja? Bissattacke, Flamara! Yeah! Das war wenig. Das war echt wenig, wow. Und Kryptoknall! Das war auch wenig, what? Okay. Überblick. Okay. Ach, ich vergaß ja, das geht ja in Doppelkampf auf beiden und es schreckt zurück. Haha! Der Kontramodus macht nur 1 HP Schaden. Das ist interessant. Okay. Warum auch nicht? Bissattacke! Bam! Und den Kryptoknall. Ja, cool. Ich verneige mich vor deinem Können. Und 200 Geld, das ist cool. Das ist aber viel. Okay, ein fairer Kampf. Ein feiner Kampf, höchstes Vergnügen. Das sollten wir bei Zeiten wiederholen. Bin ich stark dafür. So, da konnte ich nicht hin, da? Nee. Aber hier gibt's einen Pokémon-Shop, Supermarkt, was auch immer. Manchmal verliert ein Trainer einen Kampf, obwohl seine Pokémon unglaublich stark sind, nur weil er die Wirkung der Items nicht kennt. Deshalb sollte man sich gut mit alles auskennen und immer möglichst viele verschiedene Items bei sich haben. Für alle Fälle. Hast du schon die Nachrichten gesehen? Aus irgendeiner Forschungsinstitut wurde der Laborchef entführt. Das ist erschreckend. Nachdem dem Krypto verschwunden war, schien wieder Frieden einzukehren. Und jetzt? So, was haben wir denn hier zum... Essenzen gibt's also auch noch, okay. Oh, hier wahrscheinlich eine Essenzkiste. Ich weiß auch nicht, woher er ist. Hier gibt's keine Pokebälle. Ist das euer Ernst? Like, really? Warum gibt's ja keine Pokebälle? Okay. Deswegen gibt's ja auch überall Kisten mit Pokebällen. Verstehe schon. Ei. Also, das war wirklich ein Weilord am Himmel. Steh dir an, dass du mir nicht glaubst. Glaubst wohl, der alte Senilor ist schon Senil geworden. Senilor, ernsthaft. War das nicht mehr der Herr Jüngste und wird auf seinen alten Tagen immer wunderlicher. Letztes Mal, ob der Herr Weilord am Himmel fliegen sehen, mein armer Vater.
Ja, theoretisch ist es jetzt sogar möglich, ne? Schaut euch mal Weilords Gewicht an im Vergleich zu seiner Größe. Da ist es leichter als Luft. Das heißt, es müsste tatsächlich in der Luft schweben. Theoretisch. Hi. Ja, bitte, du suchst Sophos. Er wohnt hier rechts in dem Haus, aber er ging vor kurzem weg und er hatte es sehr alle. Er sagte, da kommt jemand. Oder es geht jemand? Ich weiß nicht mehr so genau. Kann ich hier unten eigentlich immer noch runter? Ja, cool. Denn hier gibt's ein Item. Finde dreimal Drang. Okay. Und ein Pfiffchen. Pfiff. Ich dachte, ich würde ein Kind nach mir rufen hören und kam hierher. Ich fand aber etwas anderes. Es ist schön. Weißt du was? Ich kämpfe gegeneinander und der Gewinner bekommt meinen Pfund. Einverstanden? Klar. Sehr schön. Pokéseniorin Ella. Vivien und Ninkada. Ich hätte echt gerne Feuerattacke für unser Flamara, das wäre echt toll. So, bis auf den Kader und Kryptoknall auf das Vivien. Und bis! Und das reicht sogar. Nett. Und den Kader ist jetzt nicht unbedingt für die Bordsdefensive bekannt. Und Vivien genauso wenig. Yay. Ah, das war wirklich höchst beeindruckend. Ediosa! Also gut, du bekommst deinen Preis wie versprochen. TM09. Okay. Das wird ja sicher nützlich sein. Was ist das? TM09? Ist Kugelsaat. Okay. Kugelsaat. Ja, okay. Kugelsaat. Kann wahrscheinlich keiner von uns lernen, oder? Ja, vielleicht Ladybug könnte es vielleicht lernen, aber... Da. Ich könnte ja jemanden anderen mal vorschicken, aber ganz ehrlich... Kann es auch lassen. Dip. Kann euch jemand was anderes? Aeroas. Cool. Ganz ehrlich, die Diverse ist einfach so schlecht. Komm, wir bleiben bei Teddiosa. Teddiosa ist cool. Zumindest cooler als das andere, was wir im Team haben. Momentan. So, ich glaube, wir werden in dem Part nichts anderes machen, als die Stadt hier erkunden. Ne? Oder das Dorf. Aber, naja, gehört auch dazu. So, hallo Schwalbini. Bidi. Gibst du mir auch noch immer noch Bären? Siehst du, mein Schwalbini bringt mir jeden Tag noch von irgendwoher neue Bären. Einen werde ich dir wohl abgeben. Eine Wildbierbeere, die heilt Eis. Weiß ich sogar noch. Ja, und der Typ, wie gesagt, gibt uns jeden Tag eine neue Beere. Vielleicht denke ich ja nach jeder Aufnahmesession dran, mir eine Beere abzuholen. Hi. Hallo, ich bin der Namensfähr. Ich bin das Orakel der Namen. Ich würde mich freuen, die Kosenamen deiner Pokémon. Ja, endlich! Ich muss euch den Kosenamen. Ich möchte unser Flamara unbedingt benennen, Leute. Flamara, ich war doch selber ein schöner Name verliehen. Ein Name, der Glück verheißt. Aber was hättest du von ihm, etwas besseren Namen zu geben? Ja, das möchte ich dämlich. Denn unser Flamara wird ab sofort heißen. Schreibe ich mit Großbuchstaben? Komm, ich schreibe mit Großbuchstaben, weil dritte Gen. Heißt nämlich Kirin. Wer nicht weiß, was Kirin ist, sollte unbedingt mein Golden Sun Let's Play sehen. Kirin, yay. Denn Kirin ist, ich kann es ja sagen, ist die zweite Marsbeschwörung. Und es ist, Mars ist das Feuerelement in Golden Sun und deswegen, ne, Kirin. Bezosara ist in Rente gegangen, aber keine Angst, ihre Enkelin wird die Pension übernehmen. Die alte Dame ist gerade unterwegs, ihre Enkelin zu holen. Ach so. Das ist schön, wir haben jetzt einen Kirin. Ich freue mich. So, okay. Ah, da ist noch eine Kiste, die will ich natürlich haben, weil es ja logisch ist. Noch einen Pokéball? Ein Äther. Okay. Ah, und da hinten kann ich runter. Moment. Da ist nichts. Schade. Dam. Ah, nur Turzel. Möchte eigentlich mit dir sprechen. Ach, du sollst so vorsichtig sein. Im Dorf herumwuseln. Ja, der ist sehr ehrlich. Ist noch nicht lange her. Weil ich weiß Yola, wo er ist. Ja, das machen wir aber erst zum Schluss. Gehen wir zu
Sophos. Ich möchte mich noch mehr umschauen. Weil der Part eigentlich schon wieder vorbei ist. Naja, egal. Machen wir jetzt noch Kaffee. Oh ja, 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 das Kind sieht man. Ein Kind sieht man sehr selten in diesem Dorf. Wie? Ich bin auch ein Kind. Ich sehe vielleicht jung aus, aber im Herzen bin ich alt. Okay. Wie komme ich denn zu dem Bro... Was? Komme ich denn zu ihm runter? What? Davon wurde es eng ziemlich alt, aber das waren früher alles hervorragende Trainer. Da kam ich hierher, wollte von den Profis hier alles über Kämpfe erfahren. Mein großer Bruder kam auch deswegen her und hat unglaublich viel gelernt. Ich hasse es, gegen ihn zu verlieren. Aber genau darauf läuft es hinaus. Je mehr du kämpfst, desto stärker bist du. Also wollen wir gegeneinander kämpfen? Na klar. Was wollte ich hören? Fangen wir an. Als Trainer Tara. Azuril und Fluffeluff. Wow, die besten Pokémon aller Zeiten. Oh, wow. Los, Kirin und Danny Wasa. Ach, schöner Name. Fällt mir. So, den Biss und den Kryptoknall. Wow, das hat sogar nicht gereicht. Das ist interessant. Pams. Das hat auch nicht gereicht. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Wie es einfach durch die Luft schwebt. Und ich mag unser Flamara. Unser Flamara ist toll. Also unser Kirin, Entschuldigung. Bissattacke! Bam! Oh, 24. Ganze 24. Oh. 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 Wir hatten doch ein Pokémon. Das hat mich gar nicht gemerkt. Naja, egal. Kryptoknall! Das war wenig Schaden. Wow. Ja gut, der Lewis als Angriff wurde ja auch geschwächt, ne? War ja was. Dam, dam, da, dam. So, wir machen einfach mal den Biss und den Kryptoknall hier unten hin. Und ich glaube, Leute, bevor der Part dann zu lang wird, beende ich einfach erstmal den Part und dann schauen wir halt im nächsten Part uns noch weiter im Dorf um. Ja, so machen wir das. Dim, dim, da, 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 dam. Ah, nein. Hier bekommt ganz schön viel Geld. Ich bin begeistert, also puh. Freut mich. Ich muss ja viel lernen, wenn ich gegen jemanden wie dich verliere. Mein Kampfstudium muss wohl noch intensiver werden. Na gut, Freunde, ich würde aber sagen, man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.